Was geht, meine lieben Leute? Und heute war wieder eine App-Vorstellung. Und zwar geht es heute um die App SCR Screen 5 Plus Pro. Zunächst geht ihr in den Google Play Store. Gibt dann hier ein. Moment, so. SCR Screen. So. Dann geht ihr auf Mehr. Dann kommt einmal der Screen Recorder. Pfui, der ist benötigt root. Nein, danke. Dann gibt es von diesem auch die Vollversion von diesem Aufnahmeprogramm. Benötigt root. Die beiden benötigen root. Wollen wir nicht haben. Dann gibt es die gleiche nochmal. Auch eine Pfui-Version und auch eine Vollversion. Die heißen dann Screen 5 Plus. Und die sind dann ohne root. Das ist das Gute. Und das hier ist die Pfui-Version. Der Nachteil der ist, dass ihr... was war nur der Nachteil? Der Nachteil ist genau, dass ihr nur 3 Minuten aufnehmen könnt. 3 Minuten, das ist doof. Für das Display brauchen wir meistens länger. Und ja. Dann... geht ihr hier auf Installieren. Ich habe schon das hier, deswegen gehe ich hier auf Öffnen. Wenn ihr alles einstellt, wird immer gezeigt. So, dann geht man auf Öffnen. Dann kommt, wenn man auf Öffnen gegangen ist, kommt dieses Teil. Das ist echt eine ziemlich leichte App, die ziemlich leicht zu erklären ist. Wenn ihr drauf geht, ist wieder weg. Gebt dann einfach diese App hier, geht da drauf, so, kommt dieses Teil weg. Geht wieder drauf. Könnt ihr hier, ganz links auf diesem Teil, jetzt drückt jetzt nicht drauf, sonst laufen nicht zwei Aufnahmen gleichzeitig. Könnt ihr die Aufnahmen starten und dann gibt es noch die Einstellungen. Mehr gibt es hier gar nicht. Und das hier Videoauflösung. Ihr könnt hier wirklich 10 Minuten mit aufnehmen, so also mit der App jetzt hier, weil das ist die Vollversion. Das hat nur 1 Euro gekostet. Nee, 89 Cent, um genau zu sein. 89 Cent kostet die App. Ausrichtung, automatisch. Ja, hier habe ich gar nichts mehr eingestellt. Mikrofon. Das ist ja alles eingestellt. Hier muss man gar nichts mehr einstellen. Und das war es dann eigentlich auch schon. Das ist echt eine leichte App zu verstehen. Und ja, die Tonqualität ist eigentlich ganz gut. Also eigentlich so gut wie bei diesen mobilen Mobilen. Oder eigentlich sogar besser. Und ja. Ja, das war auch die App-Vorstellung. Wenn ich euch weiterhelfen konnte, würde ich mich sehr über eine positive Bewertung freuen. Bei Fragen schreibt einfach unten in die Videokommentare. Und das war's von meiner App-Vorstellung. Und ja, lasst mal eine positive Bewertung da. Ciao.